Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchler und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar leveln wir heute meinen Dunkeleisenzwerg wieder ein bisschen weiter. Mittlerweile bin ich auf Stufe 64, wollte schon gerade irgendwas mit 100 sagen, aber so weit sind wir noch nicht. Und wir machen jetzt wieder ein paar Dungeons. Ich bin jetzt auch gerade dabei, meinen Gildenruf zu erhöhen, hier, da. Ich dachte eigentlich, dass ich mit Wohlwollen quasi, ja, dass ich mit Wohlwollen mir die Standarten kaufen kann. Leider ist das nix, sondern habe ich 64 gesagt? 46, so rum sind wir, 46, also noch im Classic-Bereich. So, jetzt schauen wir mal. Schauen wir mal, ob wir den Ruf ein wenig erhöhen können. Aber hier gibt es Wir natürlich warten auch wieder einfach mal. keine Quests, ne, weil wir die schon gemacht haben. Na. Es gibt nämlich die Theorie, dass du die Dungeon-Abschluss-EP über die Standarte anscheinend erhöhen kannst, wovon ich nicht ausgehe. Aber ausprobieren bzw. testen möchte ich es ganz gern mal. Und ja. Hier können wir jetzt alles umgehen, was irgendwie nicht nützlich ist. Ja, klar, das würde ich eh machen. Das wäre quasi einfach nur. Das war einfach nur zum Endboss durchkommen. Ja, nee, an der anderen Seite kommt es nicht rum. Lass mal einfach hier durchlaufen. Kommt mal mit. Ich denke mal, wir können bis zum Spinnenboss echt durchrennen. Hoffe zumindest, dass das klappt. Oh, da ist wer eingespannt. Versucht mal zu mir zu kommen. Ja, die Netzen jetzt. Okay, das war, glaube ich, eine blöde Idee. Glaube, das war eine. Tu mal deinen Stein-Ele ziehen. Zieh mal dein Ele. Das war, glaube ich, eine blöde Idee. Was drauf? Aber schon mal, das geht diesmal auch gut runter. Hast du schon AT? Aber macht das gar nichts? Schau mal, das lässt sich einfach nur verkloppen, das Elementar. Siehst du das? Ich glaube, das greift gar Ich nicht glaube, ist an. auf einmal weggesprungen. Ah, doch, jetzt greift sie uns. Okay, den Hunter hat es erwischt. Kollateralschaden. Schau mal, das steht da einfach nur rum. Ich glaube, das will gar nicht mitkämpfen. Sein Scheißteil. Ja, doch, jetzt greift sie. Dann, jetzt kriegt's Gesicht. Wir haben Ach, sogar so überlebt. funktioniert das. Ah, das macht Sinn. Bis es keins mehr trifft, also bis es das Aus Angriffsziel weg ist, dann hört's auf. Also, nee, es ging jetzt gerade um die Geschichte mit der Standarte, ne? Dass du quasi das erst mit Wohlwollen kaufen kannst, aber im Gildenwechsel kannst du es trotzdem kaufen. Was ist denn das? Was habe ich jetzt eben Standbild? Das macht natürlich Sinn, dass es so rum funktioniert, ja. Ja, gut. Aber dann bleibt mir nichts über und ich muss quasi auf Wohlwollend das Ganze hochbasteln. Schade, aber auch. Das hier. Naja, kannst du auch vergessen. Ja, gut. Aber dann werde ich spätestens auf Wohlwollen sehen, ob es klappt. Dann könnte man die Standarte bei immer so im großen Pull einmal stellen, ne? Weil die ganz große Ach, so Standarte, eine Waffe. die bringt ja ganz gut was an Prozenten. Und theoretisch haben die alle eine verschiedene Abklingzeit, ne? 15, 15, ja gut, 15% zumindest. Wieso konnten wir Boah. jetzt auf das Schwert da rollen, oder? Scheiße, ich hab gebeugt. Ich hab keine Ahnung, das habe ich mir jetzt auch gerade gefragt, wo wir es auf Schwert rollen konnten. Das war vielleicht nochmal so ein extra Loot-Item. Das fand ich jetzt auch gerade ein bisschen komisch. Das nicht so allzu besonders aus irgendwie. Nö, aber eigentlich hast du ja Bonus-Roll. Warte mal, ne, das ist der falsche. Wir müssen eine Einbuchtung weiter hinter müssen wir. Ja, hoch. Naja, schau mal, ich hab zumindest dazu gelernt und habe jetzt nicht mehr bin nicht mehr den anderen Weg hochgelaufen. Bisschen was haben wir uns gespart damit.
War nicht viel, aber zumindest ein bisschen was. Der erste Pull hat aber gut was gespart. Ja, das habe ich früher immer gemacht, dass ich die ganzen bis zum Spinnendings gepult habe. Damals war es aber auch noch so, dass du, naja, dass du ein bisschen stärker im Verhältnis warst, ne? Das ist ja jetzt nicht mehr ganz der Fall. Das ist schon ein bisschen heikler. Wann kriegst du eigentlich HT? Magier, oder? Nee, du hast ja Shami auch HT. Gut zu wissen. Hey, du weißt nicht, dass du ja Shami HT hast? Das ist ja Helden, du bist Lol. ja eigentlich. Ich spiele den seit 2 Wochen. Vielleicht musst du ja Kampf Er ist halt raushalten. einer. Boah, Ach, schieß schieß mich mich da doch nicht. nicht. Das war jetzt my bad, ich bin nicht rausgegangen. Wow, was war das? Ja, das war der eh. Mich hat hier gerade ein Rogue im BG weggesappt, deswegen musste ich kurz gucken, was da los ist. Ah, fuck, Allianz siegt. Ah, schade. Fast so ein Win geworden. Kriegt er den Boss noch down? Der hat ja nicht mehr viel. Ihr müsst die Ja, Elementare müsst ihr nicht machen. sich Ihr auch noch müsst. reinstellt. Nee, nee. Ja, passt. Boah. Passt. Es war gerade ein Kopf am Kopf Rennen. Wir hätten fast nur gewonnen. Und dann werd ich in der Base weggesappt. Ah. Tun kriege ich mit 50. Mit 50, okay. Ja, das macht halt schon ganz gut was aus. Der Mage kriegt's, glaube ich, später als der Shami. Ah, ich sehe gerade, meine Handgelenke sind kaputt. Oh nee, die Hände sind kaputt. Das muss ich mal schauen. Habe ich noch andere Hände dabei? Sollte mal zum Arzt gehen. Ja, das ist. Ja, Kann man die einfach austauschen. oder zum Rapper. Mal schauen. Was habe ich denn jetzt hier noch? Ja, nicht mehr so viel, oder? Ah, mein. Das sind. Ich mal kurz Du, an. ich glaube, du leckst ein bisschen. Mein Internet sagt Ja, ja. sehe ich halt andere an. Ah, die sind eh besser, oder? Na wunderbar. Weiß nicht. Theoretisch könnten wir auch mal ein Dings lang questen, den Ruf hochbasteln und fertig ist, ne? Dann kannst du mal diese Standarten da aufstellen. Oder wir kommen einfach in Theoretisch Dungeons. kannst du auch einfach einen suchen, der schon ehrfürchtig hat, also wohlwollend, und da in die Nee. Gilde gehen. Nee, nee, das ist Zählt ja nicht die ein. ganze Gruppe, das Ding. Nee, das zählt nur für die Gildenmitglieder, glaube ich. Oder? Ja, Steht das aber wenn nicht? du bei dem in die Gilde gehst. Ja, aber dann müsste ich ja auch mit dem zusammen die Instanzen machen. Stimmt. Also, das wäre hätte ja keinen Mehrwert. Also. Weil, soweit ich weiß, richtet eine Gruppenschlacht zu. Was? Ah, ne, das ist das Falsche. Das Falsche. Wo ist jetzt die Standarte? Hier ist eine Standarte. Eine Schlachtstandarte auf die eure Gilde. Genau. Erfahrung, Ehre, Rufgewinn. Aller Gruppenmitglieder fürs Monster töten. Nee, sogar alle Gruppenmitglieder. Okay, da steht sogar gar nichts von der Gilde. Okay, das wäre eigentlich. Aber dann, wenn du hier in so einer festen Gruppe bist, dann wäre es eigentlich fast gut, wenn jeder sich so eine Standarte holt. Dann kannst du eigentlich bei jedem Trash-Pack eine Dings-Standarte stellen. Stecken tut ja nicht, oder? Nee, stacken tun die nicht. Nee, nee. Aber du kannst dann mit 5 Leuten, könntest du vielleicht fast die ganze Innie abdecken mit Standarten, weißt du? Und dann kriegst du immer 15%. Also, das ist vielleicht gar nicht so verkehrt, ehrlich gesagt. Das ist gar nicht so verkehrt. Wusste ich. Ich dachte jetzt nur, dass das für Gildenmitglieder funktioniert, Ich aber es ist auch anscheinend. Gilden-Truppenmitglieder von der Gilde halt. Nee, da steht aber dran. Da steht nichts von Gildenmitglieder. Steht nur dran, dass du eine Standarte eure Gilde aufstellst. Aber dass der Ruf aller Gruppenmitglieder. Also nichts von, dass es nur von der Gilde ist. Also von dem her, dann wird es sogar echt Sinn machen, wenn sich jeder das einmal holt und du dann die Innis rennst. Also selbst wenn es jetzt nicht für den Endboss zählt, kriegst du halt zumindest von den Mobs 15% mehr, ne?
Oh. Müssen wir auch durch in der gleichen Gruppe laufen? Was meinst du mit der gleichen Gruppe? Müssen wir ja durchgehend in der gleichen Gruppe laufen. Gut, nicht zwangsläufig, aber umso mehr Leute du hast, die quasi auch die Standarte hast, haben, umso besser ist es dann quasi, ja. Also nochmal ein bisschen extra kriegst, ne? Das ist auf jeden Fall lohnenswert. Ich weiß gar nicht, wie groß die Range ist. Ich meine, es sind 40 Meter, ne? 40 Meter, ja. Ja, Ich habe also. vorhin noch mal getestet, wie weit es ungefähr ist. Hast du die Standard oder Sind wie? sie Oder genau mit da auf dem. 40? Ne, auf dem anderen Jarvis geschaut. Ah, okay. Ja, gut. Auf dem habe ich erst freundlich. Kannst ja ein bisschen was zusammenstellen, Standarte basteln, die nächsten Mobs zurück und dann, ja, wenn du fünf Leute hast mit dem Ding. Vor allem, du kannst theoretisch die anderen Standarten auch noch stellen, die haben unterschiedlichen Cooldown. Es gibt die eine mit 10%. Wenn du, und eine mit 5, gut, die 5, die lohnt sich halt wenig, aber theoretisch könntest du die 10 und 15 abwechseln, dann hast du nicht 5 Standarten, theoretisch, sondern 10 für die Instanz und dann deckst du auf jeden Fall die Ini ab. Cool wäre es, wenn zum Beispiel die unterschiedlichen zum stacken würden. Nee, das tun sie So nicht. Also nicht mit das tut's halt, das ist halt du doof. kannst sie gleichzeitig stellen, ne? Das habe ich schon mal ausprobiert, aber dann zählt halt bloß die höchste. Aber Okay. die erhöht auch die Ehre und den Ruf und fürs Ehrefarmen war die eigentlich recht gut. Also, da hat sich das eigentlich schon rentiert, hier immer mal wieder hinzustellen. Ich glaube, diese komische Buff hier bringt auch Ehre. Den, wo wir durch Geburtstag kommen. Nee, Erfahrung und Ruf zu wachsen. Also, der bringt Er keine steht Ehre. da, aber in der Post steht Erde mit drin. Echt, okay. Bin ich mir ziemlich sicher, Das. dass da drei Begriffe standen. Okay, das müsste man ausprobieren. Das kann natürlich sein. Meistens erhöhen die alle solche Sachen, ja. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Das könnte man mal testen, ja. Das wär vielleicht gar nicht so blöd. Mal schauen, Kann wie nicht hoch dieses es. Schlachthymne da, kann man das nicht zu fünft jetzt direkt nisten oder muss man da auch ein bestimmtes Level haben? Was für eine Schlachthymne? Ja, da gibt es auch den PvP-Modus noch so ein extra Rauferei heißt. Rauferei meinst du? Nee, das kannst du nur Maximallevel machen. Auch so. Ja, also das kannst. Ich hätte mir halt gedacht, dass du es vielleicht zumindest ab 110 machen kannst. Damit wollte ich halt auch meine 110er Zwings leveln, aber das geht auch nicht. Also du musst da wirklich 120 sein, sonst kannst du da nicht reinqueuen. Weil ich hätte ganz gerne mal getestet, wie viel EP es bringt. Ne? Es gibt ja auch teilweise Dinger, die relativ schnell gehen von diesen Raufereien. Und da habe ich mir schon überlegt, ob man vielleicht darüber leveln kann, aber. Das funktioniert nicht, weil du da schlichtweg nicht reinkommst. Das ist ein bisschen schade. Hier laufe ich absichtlich jetzt nicht mehr an den Rand ran, weil ich habe da schon vorhin böse Erfahrungen gemacht mit. Da fliegst du relativ schnell mal runter. Na stimmt, genau. Also AT kannst du auch ziehen, wenn du Drums hast, die ein Lederer herstellen kannst. Aber es ist halt, wie er schon schreibt, dann ein verringertes HT, ne? Also nicht, normalerweise sind 30%, dann kriegst du halt weniger, 25, ja. Aber, naja, wer hat im Low-Level schon Drums dabei, ne? Es ist. Einer, der die beim Blinkton Bild bekommen hat. So teuer sind sie, glaube ich, auch gar nicht, ne? Also hier, Lederer kann die ja relativ günstig herstellen. Und da gibt es ja mittlerweile X-Rezepte für verschiedene Expansions, also auch vom alten Leder kannst du das machen, dann kosten die, ich weiß nicht, 10, 20 Gold, so Dinger. Also nicht viel. Nicht viel auf Ich bin jeden fast Fall. runtergekickt. Ja, musst du aufpassen. Was machen die Skelette da hinten? Ich glaube, sobald ich mich in den Heilkreis stelle, der meine Heilung um 100% erhöht, kriege ich die. Ja, die waren da gerade hinten beim Mage rumgeflackt. Ja, der Aber Heilkreis ist hier waren ganz die auch praktisch. kurz da, deswegen. Aber erst als ich hier drin war. Der böse Heilkreis. Der steht da drin und macht nur noch Kettenheilung. Der Rest macht das Ding. Das braucht mit 2k dann. Naja. Schauen wir mal. Was eigentlich auch noch gut wäre, hier diese Dinger vom Dunkelmond-Jahrmarkt sind ja alles Quests, ne, die du abgeben kannst. Und mittlerweile habe ich ja schon relativ viele Items. Das kann ich eh jedem empfehlen, wenn ihr einen Char hochlevelt, ne? Holt euch, wenn der Dunkelmond-Jahrmarkt ab ist, dieses komische
dieses komische Item. Und dann kriegt ihr hier für die Dungeons ständig hier diese Questteile und die könnt ihr erstmal abgeben, bringt relativ gut EP. Oder ihr verkauft die Maha, ne? Und dafür kriegt man auch nicht gerade wenig Gold, ja? Also, wenn Dunkelmond Jahrmarkt ist, viele gehen ja auf dieses Transmog-Zeug, da sind die Teile sind teilweise 2.000-3.000 Gold dann wert, ne? Je nach Kannst du auf jeden Server. Fall auch einen Twink schicken und dann alle auf einmal einlösen. Genau, das habe ich auch Weißt du, schon falls du gemacht. Inventar voll hast, dann Da lohnt sich das schon. kriegst du ganz gut EP, das auf jeden Fall. Ja, gut, was habe ich jetzt vom Leveln kriegst? Halt, ich habe 1, 2, 3, 4, 5 Dinger Es habe ich gibt immer schon. nur 5 pro Job. Bis du die Warte geschickt hast und dann durch einen besonderen Dungeon-Erfolg wieder neu bekommst. Zum Beispiel ganz viele Ads auf einmal zusammenpullen und dann angreifen. Zählt meistens schon das 1. Echt, okay, also sind die gecapped auf 5? Bist du dir sicher? Ganz sicher, ja. Könnte Okay, sogar das sein, sind ja. nur die 5 gleichen. Ich habe auch immer beim ersten Mob direkt 2 oder 3 gekriegt und dann Und dann noch 4 zwei oder Stück und 5 das gar war's nichts dann. mehr dann. Okay, dann müsste ich die, weil ich habe schon länger 5, dann müsste ich die einfach weiterschicken. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Ja, dann kannst du Interessant. es neu triggern. Ja, aber erst ab einem bestimmten Dungeon wieder. Also es triggert irgendwann, aber ich weiß nie, an was es liegt. Ja, gut. Also richtig komisch. Aber irgendwann triggert's wieder und dann gibt's halt direkt wieder 5 Teile. Ah, zu Farag schon Nicht mal mal an. neuer. Ich. Da mal wieder ein paar Quests. Wenn nicht so lang wäre. Ja, gut. Ich finde dies aber nicht schlecht, weil du halt durch die Quests da relativ viel reinholst. Ja, gut, 12k. Haben wir alle eine Möglichkeit, geradeaus 20 Meter vorzuspringen oder 5? 5 bis 10 Meter. Kannst jetzt hier am Anfang ein bisschen was skippen, wenn ihr so lauft Nein, wie ich. Eine Mauer da überspringen, mein. Ich bin ja vor bis zu dem Boss und dann Ed. Wow. Damani, danke. Würde sagen, der Mage war's. Nicht der dicke kleine dunkle Zwerg. Also, was ich ein bisschen beim Pala hasse, du schmeißt deine Weiher, schmeißt deine fliegenden Hämmer und es trifft die einfach nicht und sie laufen einfach vorbei. So was passiert ja beim Druid halt nicht, da triffst du halt wirklich alle. Hämmer sind halt immer so eine Sache. Ist das Schild nicht sogar begrenzt auf bestimmte Anzahl? Die Ach, das, fliegenden? ja, der Schild, das fliegt nur auf ein paar Mobs. 3 oder 4 sind es, meine ich, meiner Meinung nach. Ist voll unnötig, das sollte eigentlich direkt mal alle davor treffen. Wenn schon Ja, so gut. cool ausschaut Es und der Hauptskill vom Paladin ist. fliegt halt schon relativ weit. Gut, die Ja, Weihe das trifft halt schon. alle. Und der fliegende Hammer, der würde theoretisch auch alle treffen, aber er kann halt vorbeifliegen. Wenn die Mobs genau dazwischen drin laufen, dann ist halt vorbei, ne? Müssen wir die Ich hab gerade looten? ein Item bekommen, ein Quest-Item. Ja, das ist. Das willst du nicht machen. Das ist draußen in Tanaris, diese komischen Roboter. Wenn du alle drei machst, dann kriegst du nochmal so ein Hühnchen. Also nervige Begleitquests, Also ne? Ja, genau, das sind diese Begleitquests, die man damals tot gefarmt hat, bis man die endlich mal gekriegt hat. Weil ich mir irgendwie eingebildet habe, dass ich die mit jedem Char brauche, warum auch immer. Das im Hinterland, das hat immer richtig lange gedauert. Faralas, hast du die Yeti-Höhle gemacht? Da ist es gut gedroppt und hier ist es meistens beim Questen so gekriegt oder hier in Zul'Farag, ne? Aber das im Hinterland, da musstest du diese Blubs umhauen und das weiß ich nicht. Das hat in Classic hat hab ich das ewig gefarmt mit den Chars. Echt 44 Minuten warten für eine Random Innie? Das ist krass. Das ist krass. Warte mal, können wir? Ich glaube Das ist rechts normal. können wir. Auf die Mauer drauf können wir. Ja, aber ich denke, das müsste auch reichen hier, oder? Mal drauf, ja, gut. So, ja, aber dann kannst du, hier ist ja auch Ende, also da hast du jetzt nicht mehr Ja. gewonnen, als ich Ja, hier. richtig. Gut. Schau cool aus. Schaut cooler aus, ja, richtig. Wenn jetzt die ganze Mauer hättest vorlaufen können und alles skippen, dann wäre das gut gewesen, ja. Das wäre schon wieder zu cool. Überleben. Nee, Wow. ich hätte bubbeln müssen, dann hätte ich es überlebt und dann wäre ich auch tot gewesen. Ach shit. War zu viel. Ihr müsst ein bisschen gucken, dass ihr die Caster mit interruptet.
Wenn die halt alle immer durchziehen, dann ist das schlecht. Mein Elementar wurde gerade einfach nur zerstört. Das Held hat, glaube ich, relativ viel Melee-Damage aus, aber auch Caster-Damage kriegt es halt viel und die machen ja keiner eh Schaden, die machen ja alle Direct-Damage. Da bringt es dann halt auch nicht so. Okay, wir haben jetzt noch mehr geaddet. Ja, gut, das war's dann wahrscheinlich eh. Jetzt ist alles nochmal. Nutzt da einen Klassenbuff. Muss jetzt mal bubbeln. Ja, jetzt haben sie dich instant gekillt. Na ja, gut, mein Kla. Voll bin ich jetzt mit meiner Heilung, aber das nicht mehr lang. Ich könnte desorientieren. Ne, okay. Ich glaube, die lassen wir einmal resetten. Das Ja, Problem stehen schon ist. wieder bei dir. Die laufen halt weg und adden dann mehr, also. Dann müssen wir halt gucken, wir haben ja zwei Ranges, dass ihr die halt auf jeden Fall killt, weil du hast halt jetzt da die Gruppe hinterm Tor nochmal geaddet und alles und da stirbst du einfach dann, wenn die alles triggern. Du kannst denen halt das Melee nicht nachlaufen, sonst triggerst du halt selber den ganzen Laden. Also da müsst ihr als Rangers einfach schauen, dass ihr die wegschießt. Müssen halt am besten gucken, dass wir die paar Pats dann auslassen. Die brauchen wir nicht unbedingt. Weil viel EP bringen die ja alle nicht. Ich glaube, früher musstest du hier die Mobs noch alle looten, weil du irgendwas brauchst, das für eine Quest. Jo, alles klar, vielleicht bis später. Ich weiß noch nicht, wie lange ich jetzt noch mache. Aber ich will jetzt nicht wieder bis ganz spät in die Nacht machen, das nicht. Das eher nicht, weil das letzte Mal war schon fast ein bisschen zu spät. Das war schon ein bisschen zu spät. Ja, dann ist da mein ganzer Sonntag quasi weg, weißt du? Das muss auch nicht unbedingt sein. Nicht, wenn du nicht länger schlafen kannst als 9 bist. Ja, gut, Weil du, ich dann bin. automatisch aufstehst. Der Schamanenjäger, ihr in euren Buff wieder verloren. Kommt mal mit und lauft hier gleich mal durch. Weil das ist immer die beschissene Stelle. Weil da in dem Raum addest du ganz gerne mal wirklich alles. Weil wenn die da anfangen wegzulaufen, ist das halt echt kacke. In dem einen Zwischenraum da vorne, da hat man es oft mal, dass man komplett quasi die halbe, also komplett die Inni pullt quasi. Aber zu fragen mag ich eigentlich, also so auch vom Aufbau. Hab ich früher schon ganz gern gelaufen. Voilà. Doch, den brauchen wir, ne? Ja, das ist ein Questmob. Den müssen wir einmal mitnehmen. Zieh mal den bitte mal in den Tentakel. Ich hab die falsch gesagt. Die falsche Seite. Ich muss auch mal ein bisschen öfter die Tentakel-Mobs mitnehmen. Als wenn die halt noch so gut wie früher wären, ne? Das wäre eine Sache. Siehst halt, wie sie ihn alle anschauen, aber keinen Angriff. Ah, doch, jetzt hat's einmal angegriffen. Ach, Obwohl er mittendrin nice. steht. Ich bin halt nebenbei immer ein bisschen in BGs unterwegs, ne? Und eben habe ich quasi einfach immer mal wieder auf die Flagge drauf gedrückt und die haben mich einfach ignoriert und einfach durchgetappt. Weißt du, stehe die ganze Zeit da AFK rum. Und dann haben sie mich irgendwann nicht mehr für voll genommen und jetzt kann ich durchtappen. Ach ja. Und die Base haben sie verloren. Gewinnen wir? Nee, wir sind hinten. Das wird trotzdem nichts.
So, brauchen wir doch, den brauchen wir auch, ne? Den da oben. Und Gazrilla brauchst du sogar auch für die Quest. Also musst für die Quest sogar alle machen. Die ganzen Extra-Bosse. Aber sonst, ich bin mal überlegen, wer hier der Endboss ist. Also es müsste der da oben sein, ne? Dann Das musst du ist der, dann. wo man die Tür erst auf und bringen muss. Ja, dann musst du quasi gucken, dass du den Tempel. Also läufst du direkt zum Tempel durch. Und dann zum Endboss. Dann hast du es eigentlich. Wenn du hier wirklich bloß noch den Abschluss brauchst und nicht mehr die Quests. Ich bin am Überlegen, ob du den Tempel. Also, ob du da irgendwie hochkommst, ohne dass du die Tür öffnest. Nope. Meinst du, Raus dass. kommst du aber rein, glaube ich, geht nicht. Ja, ich Aber eigentlich bin. müsste man ja auch reinkommen, wenn man rauskommt. Ja gut, nee, nicht unbedingt, weil du ja rauskommst, indem du runterspringst. Stimmt allerdings. Und du kannst ja nicht so weit hochspringen. Außer vielleicht mit dem DH würdest du wahrscheinlich echt hochkommen. Worry kommt auch. Müssen wir mal gucken, ob man da außen irgendwie langkommt. Es kann natürlich auch sein, wenn, also dass der Boss erst spawnt, wenn die Tür aufgemacht wird, ne? Dass der halt getriggert ist. Dadurch, das weiß ich halt jetzt nicht. Ah, interessant, auf jeden Fall. Müssen wir mal bei jeder Ini gucken, was so die schnellste Route ist. Mein Gott, der braucht ganz schön lang, der Boss. So, Nummer 2. Sogar zwei Quests. Na gut, es sind noch zwei Bosse. Den Beschwörboss brauchen wir nicht, ne? Hier da drüben? Nee. Den Gerade eines Hexendoktor. Mount, wo du nicht hast. Welches? Das hier. Oder hast du das? Was Mimirungs Kopf? Ja, da ist er so Hat gut er wie doch alle bestimmt. Mounts. Ja, ich weiß, dass er alle hat, aber das war doch eins davor, wo ausgegraut war. Nö, das habe ich. Ja. Ich habe das. No es gibt das Okay. Neue, das du Achso, von gibt's ja Inji wieder ein machst. anderes. Genau, das habe ich nicht. Das Ah, Inji-Mount okay. habe ich nicht. Ah, Ich schaue wollte jetzt ziemlich eine. gleich aus. Wollte ja Lich einen auf Black mal für 600k verkaufen. Der Hexendoktor ist Teil einer Quest, glaube ich. Ja, ist mir Bist doch du dir später. sicher? Bei mir wurde kein. Ja. Oh, super, ich bin gefrockt, könnte Dorn ist mich halt halt wieder. wieder. Ja. Das geht das. Okay, dann. Hä? Hab ich. Schon wieder. Ach doch, hier. Okay, ich war beim falschen Lol. Mob. Diese Kack-Gefrogge hier von denen. Da bricht Ja, auch ihr die habt Fäuste. recht. Ihr habt recht. Den brauchen wir tatsächlich. Ja gut, ich dachte mir schon, wir können ihn auslassen. Schade. Ja, dann Kommando zurück. Oh, ich bin schon wieder gefrockt. Ist das nervig. Da hast du als Druid Tank den Vorteil, dass du nicht gefrockt werden kannst. Cheater. Ja, das ist halt schon immer recht praktisch gewesen, ne? Kannst halt keinen Verwandlungseffekt abbekommen, solange du im Bären bist. Darf Das man die hat schon Gräber was. aufmachen? Das bringt uns halt nichts, da müssen wir halt einfach irgendwelche Gammelmobs töten, also kannst du Ich schon denke mir halt machen. immer, für was das überhaupt da ist. Ich hab den Buff Ja, schon wieder nicht drin. gut, früher hast du halt relativ viel auch durch Mob-EP bekommen, ne? Da hat sich das schon gelohnt, da hast du die halt mitgezogen, weil die nicht stark sind und die halt recht gute EP gebracht haben, aber mittlerweile willst du ja so möglichst wenig Mobs machen, dass du halt schnell durch die Ini durch bist. Also da lohnt es sich ja dann quasi nicht, irgendwelche Zusatzmobs zu holen. Naja, in der guten alten Zeit, als die Mob-EP noch viel wert war und die Quest-EP, die das allerbeste in den Instanzen war. Lang, lang ist her. Wo kommt denn die Patte jetzt eigentlich her? Wir sind doch vorher da Da ganz muss man hinten. hinten. Ja, wir sind da ganz hinten gewesen. Ja gut, und weiter geht's. Früher hast du die auch getriggert, wenn du da drüber gelaufen bist, über die Dinger. Halt, warte mal, hier können wir eigentlich auch fast alles auslassen. Die brauchen wir eigentlich ja auch nicht, die Mobs. Ich glaube, ich komme wieder an die. Wenn man da so an denen vorbeilauft, einfach hier auf die Pyramide, du kannst eigentlich so gut wie echt alles auslassen. Einen noch machen.
Jo, sag dann einfach, wenn du wieder da bist, dann weil machen wir halt einzelne Mobs. Kleine. User in your channel timed out. Da ist er weg. Naja, unbedingt einen Heal brauchen wir hier jetzt nicht. Ich denke mal gut, für den großen Pull, der unten kommt, dann schon. Ja, da könnte es dann haarig werden ohne Heiler, aber sonst... Du springst wahrscheinlich voll rein. Natürlich, immer. Was denkst du denn? Natürlich. Also einzeln machen wir das nicht. Dauert ja auch viel zu lang, wenn du die alle einzeln machst. So, jetzt haben wir halt keine Heiler. Ich habe ja die Bubble. Und auf geht's. Alles, was ihr habt, rein da. Wir sterben ja nur. Auch da. Okay, ich muss Bubble. Nicht wieder ich. Out. User entered das your channel. Na. Wir gehen wieder auf mich. Ich kalte die ein bisschen, haut ihr einfach drauf. Oh fuck, jetzt habe ich den Fallschaden gekriegt, wir hier. Soll ich releasen? Nee, wir können dich bestimmt gleich retzen. Es dauert viel zu lange, bis du ranläufst. Schau. Hat er gesagt hier, wir kriegen die doch mit der Bubble und allem. Brauchst du keinen Heal. User in your channel timed out. So, jetzt kommt. Ja. Wenn du sie einmal anquetschen oben. Braucht ihr etwas? Hallo? Hä, wir haben doch alle gemacht. Warte mal, steht da noch nee, einer? Nee, die spawnen. Als ob der eine einzige da ist. Aber die, hä, sind die nicht eigentlich dann runtergekommen? An der hier? Stelle ist Spawn noch so ein... Ja, au! Oh, lol. Ist, warte mal, unser Heiler... Ist der jetzt wieder da? Mal schau, es mich jetzt reinlässt. Kratz mich direkt nochmal. Okay, ich muss wieder weglaufen. Ohne Heal wird das schwierig. Ich habe ihn mal hier oben. Passt mal ein bisschen auf dann. Es ist ein Haufen Kleinfitzelzeug. Ab und an die Mobs ein bisschen outrangen hilft auch. Ah, schau mal, das war schon mal einer von denen. Da gehen sie down. Wunderbar. Na gut, das müssen wir ja eh nochmal umboxen. Ah, ich sehe, da bewegt sich was Blaues. Was kann ich für euch tun? Alle hier mit dem dunklen, hier mit dem Dunkeleisenzwerg Mount glaub, rumlaufen. Wir müssen die gar nicht umhauen, wenn man den hier anspricht, oder? Den kleinen? Macht uns die Tür auf. Sind die alle schon fertig, oder? Ach so, weil ich habe sie jetzt angequatscht, ne? Ja, schau. Also die Wellen hier unten schon fertig gemacht. Ja, wir haben es alles schon fertig gemacht. Wow. Ah, ich kann mich ja selber heilen. Crazy Mama, hey, grüß dich. Ja, ein bisschen zwischendrin mal die Bubble drücken, ein bisschen weglaufen, dann geht das schon. Das ist nicht angenehm, ne? Es gibt ein paar Kollateralschaden. Aber ja, so, da muss man halt durch, ja. Da muss man durch. Ja, gut, gut, anscheinend musst du die wirklich nicht machen, ne? Also man konnte den Gobbo ansprechen, dass er die Tür aufspringt, dann ist er sofort losgeflitzt und hat die Tür aufgemacht. Okay, also dann brauchst du tatsächlich die nicht. Ziehen wir mal zum Boss hoch hier. Dran, dein Buff. Oh. Brauchen wir ja nur das Unterwasserviech da. Die Hydra.
Oh mein Gott, Hardcore-Lag. Was war denn das? Ich bin verwandelt. Das war gerade ein guter Lag. Maui gestern. Ja, und theoretisch, wenn du die umbrezelst, dann ist ja hier Feierabend. Oft sind, oft wenn du dann random gehst, lieben die Leute und machen dann den einen nicht mehr für die Quest. Mhm. Deswegen musste die Leute, war der Stream kurz auf, das weiß ich nicht, es kann sein, aber ich hatte gerade den Hardcore-Lag hier, wahrscheinlich hat das auch den Stream betroffen, nehme ich mal an. Naja. Da ist kurz die Latenz extrem hochgegangen. Ich muss meine Erfolgsfähigkeit ein bisschen öfter ziehen. 2 Minuten Cooldown. Die ist halt auch irgendwie so kurz nur drauf, ne? Und nicht wirklich optimal. Was ist denn das jetzt? Ist jetzt ein Bohrer gezündet oder was? Einfach mal so random. Er will flüchten. Oh. Es hat irgendwie ja, funktioniert. Notfall. Ich dachte, das zünd ich jetzt mal. Natürlich, das geht immer, aber Wir hatten der eigentlich abklingt seit der Bohrer? 30 Minuten sehe ich gerade. Ich habe den davor nicht mal gewusst, dass es den gibt. Also, eigentlich schon ganz praktisch, ne? Weil mit dem Bohrer hast du dann kommst du ja in diese Schmiede, ne? Soweit ich das weiß. Und in der Schmiede ist ja ein Portana SW, also hast du halt eigentlich nochmal extra Portana SW. Ich glaube, den kann man sich sogar anpassen lassen, wo man hin will. Ja. Kommt da raus? Ach, ich komm nicht raus. Das haben die extra so gebracht. Nein. Kommt mal her, ich hab einen Boss gepult, ne? Mit dem kommt man auch direkt nach SW. Echt, kommst du direkt nach SW? Ich dachte, du kommst nicht. Du kannst da ja verschiedene Sachen. Guck, dass ihr da hinten nicht alles edit, kommt mal hier hoch. Die Part wollen wir nicht mehr haben. Wie kann man jetzt umstimmen? Jetzt kriegen wir halt immer mehr von diesen Kammelviechern, die wir nicht haben wollen. Eigentlich wollte ich. Ah, fuck, jetzt haben wir auf beiden Seiten. Hier kommen halt übelst viele Pats, ne, deswegen. Es wird immer mehr. Langweilig wird es nicht mit Taylor. Muss wahrscheinlich. Ich bin voll betäubt. Muss ich bubbeln. Ich muss bubbeln. Oh, ich hab 10 Life. Ich 10 Life. Bin immer noch verwandelt. Doch. Lauf! Jetzt kann lauf. Ich dich ja. Okay. Ja. Ja, das wir haben halt alles, alles geedit. Komm mal. Geh hin. Irgendwie hab ich hier auch gar keine Quest diesmal. Doch, doch, da sind zwei Quests. Lauft einfach mal rein. Lauft einfach mal rein. Ich mach mal hier eine Harakiri-Aktion. Dann gucken, ob ich die ein bisschen kiten kann. Ich mach gerade den Bus allein. Easy. Na, den will ich jetzt nicht adden. Ach, fuck it. So. Müssen wir jetzt den ganzen Weg nochmal laufen? Kommt uns ja entgegen. Ja, aber jetzt haben sie mich gefrockt. Kacke. Das hätte funktioniert, wenn sie mich nicht froggen würden. So, bevor die Quest abgeht, drückt euer Item, ne? Scheiße, der Bus ist gekommen. Wieder verkackt. Wieder verkackt. Nee, schau mal, ich hab dazu gelernt. Ach, ja, du schon. Wir alle nicht. Ja, das ist natürlich blöd. Das ist natürlich blöd. Nee, wir können nur einfach links rum. Neu und gehen woanders rein. Wir können auch links rum noch. Ja, ja. Aber also, da ist halt jetzt noch die eine Quest, diese Tiara der Tiefen. Ich hatte eigentlich den Boss, ne? Und nichts anderes geedet, dann kommt ihr rein und der ganze Laden kommt. Der Boss hat nur 4000 Leben. Ja, der hatte nicht mehr viel. Ich habe den ja eh schon Anfang runter gedamaged, aber wir hätten einfach auf die Pats aufpassen müssen. Da kommt halt immer eins nach dem anderen. Ich habe mit extra schon da hochgezogen, wo du eigentlich einigermaßen gut stehst. Eigentlich. Standen wir aber alle, aber irgendwie kam eins nach dem anderen nochmal. Ja, das Problem ist, es wurden an der Seite was geedit und dann wurde noch mehr geedit und mehr geedit. Achso, ihr seid so rum. Ja gut, dann wir hätten auch die Mobs machen können. Den kürzeren Weg, ja, weiß nicht, ob
ob das länger gedauert hätte. Super, das. Ich weiß nicht, ob sich der Vibe gelohnt hätte, um nochmal reinzulaufen. Naja, gut, du kriegst halt eine Quest noch, ne? Ob das jetzt so viel. Das sind halt 13k XP, naja. Besser ja, es ist besser als nix. Du machst halt eine andere Eli. Das kann ich eigentlich auch abbrechen, die werde ich sicher nicht mehr abgeben. Und ich habe noch eine Quest nach Westfall. Na ja, gut. Kommt noch eine Pat. Hey. So, und diesmal müssen wir ein bisschen besser aufpassen. Habt ihr die noch gekillt? Was soll ich noch mit dem Silber nennen wiederum? Weil der cool ist, das ist der das Class Mount. Du musst doch die Frau davor killen, bevor der rauskommt. Ja, aber ich sehe die schon. Die ist aber egal, ah, wir brauchen die eine Tosse. Die steht da. Oh, ich bin schon wieder gefragt, ist das ein Dreck? Bibi. Da hinten. Jetzt ist er auf der anderen Seite. Kommt die durchs Wasserbecken durch? Ja, wunderbar. Die brauchen wir halt. User in your channel timed out. Wir müssen jetzt halt bloß gucken, dass. Ich glaube, schon wieder DC. Ja, okay, ja. Aber dann müssen wir es anders machen, weil langsam wird es ein bisschen nervig. Weil jetzt. Ja, ich habe jetzt keine. Geht irgendwie. Interrupted meine eigene Heilung. Und ein bisschen kann ich mich selber heilen. Dann holen wir noch Gazrilla raus und dann sind wir ja auch hier fertig in dem Laden. Na wunderbar. Gazrilla stößt einen hoch und man kriegt schon relativ viel Fallschaden. Ja, das auf jeden Fall. Mit einer Charge-Klasse ist das relativ gut, weil du halt den Fallschaden umgehen kannst. Na komm her. Da versuchen wir jetzt mal nicht so viel dazu zu adden. Ja, nicht. Man konnte sich hier unter den Torbogen stellen. Fuck. Täubt mich hier? Okay. Aber wenn ich sie jetzt zum Torbogen ziehe, Bubble einfach mal. Du wirst jetzt ein bisschen Damage kriegen. Okay, das ist ein bisschen zu viel, was du gekriegt hast. Oh, wir haben irgendwas geändert da hinten. Aber wie? Da muss doch jetzt einer draufgeschossen haben. Berg auf dem Boden. Nö, der Fallschaden hat mich gegrillt. Ah. Ja, komm, lass rausgehen. Lohnt sich nicht für die eine Quest. Lass rausgehen. Ist halt auch dumm, alles immer ohne Heiler zu machen. Verlasst einfach die Instanzgruppe, dann queuen wir so, dann nehmen wir den Heiler einfach jetzt mal raus und bis es bei ihm wieder klappt mit dem Internet. Dann melden wir halt so an. Weil das rentiert sich dann halt nicht mit der einen Quest, also da jetzt nochmal reinzulaufen, das macht glaube ich keinen Sinn. Das war jetzt eh schon zu lang. Ja, ich denke mal eine in die packen wir auf jeden Fall noch. Schauen wir mal. Achso, und ich wollte meine Items noch wegschicken, ne? Moment. Ich schicke die jetzt einfach mal irgendeinem anderen Char. Vielleicht droppt der dann nochmal was, wenn ihr da recht habt. Sudaloder. Kack Internet. Back das bei dir rum, weil du ja ständig rausfliegst, ne? Weiß nicht, was liegt. Das ist knapp 2 Stunden so.
Ich würde den Router und alles mal komplett ausmachen und dann wieder anmachen. Ich sitze neben dem und mache die ganze Zeit aus, an, aus, an. Achso, okay. Also mehr geht nicht. Mehr geht nicht, Das meinst sind du? halt dann die 10 Minuten, dann geht's wieder eine Stunde und dann so wieder 10 Minuten. Eieieiei. Oh, ich muss mal meine ganzen Sachen verkaufen. Ich laufe hier schon komplett voll, ne? Mit Zeug. Aber zum Glück habe ich mir am Anfang mal einmal die großen Taschen gekauft. Das bringt dann schon ganz gut was. Hast du das, die Noch eine oder? Zwielichtsdrachen? Ja, wir haben jetzt gerade einmal so reingecued, wenn sie nicht wüssten, ob du länger weg bist. 47, ja gut, wir sind hier wieder in der, wir sind wieder in einem schönen Laden drin, in Düsterbruch. Das ist eine schöne Oh, das, Sache. der geht sogar Wucherbocker. Skill. Ja, gut. Ja, lass wieder runterspringen, das war eigentlich ganz gut hier. Ach, den schnellen Laden. Ja, mal gucken, hier kommt hier runter. Random Heiler muss nur mitkommen. Ja, mal schauen, ob er das checkt. Ich habe einen Mark hingestellt. Da einfach runterspringen. Müssen halt bloß schauen, dass wir, ne, dass sie halt richtig durchläuft. Ich kann die ja schon mal marken. Und warte, dass der muss einmal rüberlaufen. Hier drehen sie gleich wieder um. Hinten. Oh mein Gott. Ja, da Der bringt die Bubble Random. aber auch nicht viel. Also. Jetzt müssen wir schnell zumindest bis hier hin. Na, wir werden sie auf jeden Fall adden. Ja, Der eine sure. ist zu langsam. Das halt auf keinen Fall beide Gruppen pullen. Ah, die stunnen halt auch noch. Und am besten halt die Heilung interrupten. Sonst tust du dich da relativ schwer bei den Viechern. Na gut. Schauen wir mal, ob wir die anderen hinkriegen. Der Heiler hat nur mal Account Equip. Ich glaube, du hast die jetzt selber geändert. Ja. Okay, ja, dann machen wir sie. Glaube zwei. Ne, eine haben wir noch, die da hinten sind und nur noch eine kleine Pflanze. Hier. Und links haben wir noch eine, aber die können wir, denke ich mal, auf jeden Fall auslassen. Müssen halt gucken, dass wir alle zusammen durchlaufen. Schnell, schnell. Ja, die kriegen wir. Die laufen eine weitere Ding. Hier links ist, rechts ist noch einer, den können wir auskippen. Jetzt haben wir eigentlich bloß noch die komischen Satyren. Ich glaube zwei oder drei waren es auf dem Weg, die unsichtbar waren. Wir hier drin? Ja, da haben wir den einen. Und auf dem Gang ist hier auf jeden Fall auch noch einer. Aber zumindest kommt der Pala mit. Ja, du brauchst in etwa, also im Normal brauchst du etwa 6.000, also du brauchst etwa die Hälfte an also zusammen die Boss, Gesamtpunktzahl, Boss, ne? Boss. Oh fuck, wir haben den Boss, okay, dann müssen wir ihn machen. Was hat denn der? Naja gut, der hat ehrlich gesagt gar nicht so viel Life. Der geht ja sogar klar. Ich weiß gar nicht, ob der sogar resetten würde, wenn du den in einen anderen Raum ziehst. Nee, also ich hab meistens so, ne, wenn wir bei 6k Punkten insgesamt waren, haben wir die Events getriggert. Das kam immer relativ gut hin. Bloß letztens war ich ein paar Mythic und HC unterwegs und da ging das, also natürlich dann prozentual hochgerechnet, ging es aber irgendwie nicht auf. Also ich weiß auch nicht.
Du hattest es bei 5000. Bei 5000 beide Fraktionen zusammen oder dass du 5000 hattest? Also das ist nicht so eine hundertprozentige Wissenschaft, zu etwa immer bei dem Wert triggert es bei mir. Oder was beide? Es gibt ein Pult. Was? Ja, mein Film. Es gibt noch eine zweite Invar. Ganz am Ende, wenn beide noch extrem hoch sind, kann es theoretisch nochmal zu zweiten kommen. Vielleicht war es die zweite Invasion, die du hattest. Muss bubbeln. Ah, ne. Warum eigentlich immer ich? Blöd gelaufen. Ich hatte, letztens aber auch eine, wo gar keine Invar war, ne? Wenn du zu schnell bist, dann kommt auch gar keine. Deswegen musst du manchmal ein bisschen gucken. Fängt die Jo, ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Postet er mir hier? Ich hab dir kurz ein Standard-Dings gepostet. Da steht Gildenmitglieder. Erik. Nee, da steht aber hier. Achso, doch, hier Gildenmitglieder, ne? Ja, gut, dann ist es halt eh schon RIP. Aber für die NDP wäre es halt trotzdem interessant, ne? Da habe ich denn jetzt 2,8. Also, bis ich da auf ehrfürchtig bin, ne? Einfach nur durch Dungeons für die paar Quests, die du kriegst, da sind wir wahrscheinlich in Burning Crusade unterwegs. Bei mir steht jetzt auch da, benötigt Gilde freundlich. Ja. Es ist wahrscheinlich wirklich nur wegen dem Switch, ne? Dass du es dann trotzdem noch kaufen kannst und dass es eigentlich auch wohlwollend ist. Das ist blöd gemacht. Okay. Wie gesagt, eine genaue Wissenschaft ist es nicht, aber zumindest in den meisten Fällen tritt es auch ein. Ja, gut. Das mit den Inseln ist eh so eine Sache. Ach nein, der opfert mich jetzt hier gerade. Nicht mit mir. Ach, jetzt hast du den Eisblock gezogen. Ja, jetzt. Warum hast du denn vorher nicht gezogen? Ich hab eine Reaktion wie ein Rentner. Aber ich hab doch vorher schon angesagt, dass ich jetzt bubble. Komisch. Ja gut, eigentlich geht mit dem Skip gilt eigentlich die Innie auch klar. Dann hast du halt irgendwie die paar Satyren, die du killst, hier die paar Bäume, wenn du was addest, und den Endboss, ne? Und das war's halt eigentlich. Ist dann eigentlich in Ordnung. Warten wir schnell, dass die Bäume weg sind. Und dann können wir durch, oder? Bis dahin, dann machen sie die große Runde. Ist der Parler auch da? Wunderbar. Also mit der Gilden-Standarte, keine Ahnung. Da muss ich dann nochmal gucken. Sobald ich mal den Ruf zusammen habe. Also ich könnte es ja auch mit einem höherleveligen Char testen. Das Problem ist, du bräuchtest dann immer einen, der die gleichen EP-Bonis hat wie du, dass du sehen kannst, dass du es aufdröseln kannst, durch was du den Bonus gekriegt hast. Ne? Weil sonst siehst du es ja schlichtweg nicht. Wie viel du kriegst, das ist halt echt blöd. Weil es steht ja auch nicht aufgedröselt da. Hast du keinen 110er Char mehr? Doch, ich habe noch viele 110er Chars, aber ne, 110 habe ich tatsächlich keinen mehr. Man kann sich einen Test-Account 110er machen. Zum Testen. Achso, meinst du, könnte mit zwei Test-Accounts eine Inni gehen und mit dem einen einsetzen, mit dem anderen nicht? Das würde tatsächlich funktionieren, ja. Ich könnte aber auch mit zwei meinen 111er queuen, irgendwas, eine Inni. Ja gut, aber wenn du da halt wenig machst, dann wirst du wahrscheinlich mit dem zweiten Account rausgekickt. Ja, dann könnte ich mal, stimmt, das könnte ich dann halt mal gucken, ob das funktioniert. Das wäre tatsächlich eine Idee.
Nee, ich weiß schon, dass du die nicht verschicken kannst. Ich kann aber nachher bei meinem 111er-Charge schauen. Der eine oder andere ist sich in der Gilde und hat dann den Ruf sicher zusammen. Da könnte man mal schauen, ja. Ach, fuck, du hast mir Federn gegeben. Ah, jetzt fliege ich halt in die Netz rein. Bist du und so einer. Ich wollte gerade springen und gibst mir die Federn. Hab noch mal Glück gehabt. Okay, ich kommt runter hier. Man hat's schon nicht leicht hier. Ja, mal gucken, ob. Habe ich Bubble wieder ready? In 6 Sekunden, wunderbar. Kann ich den Mage nochmal töten? 6 Sekunden, wunderbar. Er geht schon in Deckung, guck mal. Ja, nee, aber wir machen natürlich erst am Ende, wenn die Mobs kommen. Hast du. Einfach nur auf den Boss durchtunneln. Oh, gerade mal noch die Heilung durchgekriegt. Muss bubbeln. Oh. Hat den Heiler zerfickt. Der Healer, der schaut gut. Fuck, ich bin auch tot. Töte den Boss noch 7%. Töte den Boss. Töte den Boss. Oh, Oh! einmal durch, easy. Und raus aus dem Laden hier. Fast geplant. Ach du Scheiße. Also looten tue ich dich nicht Damage. mehr. Meine Herren. Meine Herren, war das eine Aktion hier. Ah, fuck it. Wie sieht es bei unserem Heiler aus? Geht bei dir wieder alles? Achso, ich bin auf dem Demon Hunter. Also, wenn eine will ich jetzt noch machen, eine kurze. Obwohl. Theoretisch läuft's, also ich könnte umloggen. Jo, dann log um, dann probieren wir es nochmal. Er geht jetzt noch in der Zeit. Oder ich mache noch schnell ein, zwei Quests hier. Bin jetzt auf, ja gut, 57, ne? So. Ich sind eigentlich 20 Sekunden zum Ausloggen. Können die da nicht 5 oder 10 machen? Ja gut, du darfst halt nicht in der Pampa stehen, ne? Ich stehe immer in der Wand. Ja, das ist blöd. So, Okay, jetzt die. neben Borallus hat man mittlerweile keinen Cooldown mehr. Gut, weil das ja als Hauptschutz zählt, ne? Also da kannst du den SW kannst du ja auch instant ausloggen. Das geht Ja, auch. da schon. Sollen wir mal hoffen, dass wir jetzt noch eine Fixe kriegen? Hoffentlich. Bist du in der Gruppensuche da? Achso, ich kann ja, ich kann in die Gruppensuche reingehen. Dann gehen wir mal, ich schreibe der Täler rein, dann kannst du nochmal reinqueuen und jetzt müssen wir mal schauen, was ich noch brauchen kann von den Blackrock Items. Gefängnis wäre dabei. Hoffen wir mal. Haben wir jetzt schon das Gefängnis? Ab 47. Ah, ab 7, okay, ja, nice. Also das wäre jetzt eine schöne Sache. Das wäre jetzt genau richtig, ehrlich gesagt. Werden es eh nicht kriegen, aber es wäre richtig. Jetzt Was schauen wir gibt's um mal. so Höhlen des Wehklagens? Ja, gut. Wobei das ich jetzt im hohen Level gar nicht mehr gesehen hatte, ne? Also du kannst es theoretisch kriegen, ja, aber gesehen hatte ich es tatsächlich nicht mehr. Den ganzen Käse kann man weghauen. Ach, fick dich. War klar. Diese Kack-Ini, echt. Wie ich sie hasse. Kommst du nur noch Oh nee. Dann noch der lange. Oh nein. Jetzt hauen wir erstmal den Questgeber weg. Oh ja. Nee, warte mal, wir brauchen die alle gar nicht. Lass einfach durch die Mitte gehen. Das stimmt noch besser. Und lasst so um das mit dem, dass der Schamane sich einfach wieder belebt. Durchrennen. Ja, wie können wir. Hier bringt das ja nichts. Wir müssen ja die Pylonen machen. Da hast du ja Ah nichts ja, gewonnen stimmt. mit. Stimmt. Wir müssen ja zu allen Pylonen hin, die machen und. Da hast du leider gar nichts gewonnen mit.
Also die Ini ist halt, ja, da kannst du halt auch nichts tricksen. Da musst du halt einfach durch den Laden. Hilft leider alles nichts. Das hilft leider alles nichts. Gregor, XP-Buff. Ach, ich hab meinen eh mal drauf. Hab den auf meinen Spell gelegt. Außer wir sterben und direkt am Eingang die Quest, dann ist blöd, ja. Aber Habe ich schon sonst. dreimal. Ja, aber sonst passt es. Ja, weil ich würde da auch nicht dran denken. Ich würde den ständig vergimpen. Also das, ja, ist schon ganz gut, dass ich mir den auf den Spell Anstatt dass man gelegt habe. macht, da, also wenn man eh die ganze Zeit aktivieren kann, kann man doch eigentlich auch programmieren, dass er nicht weggeht. Ja, das habe ich mir Ja, auch dass er einfach gedacht. instant drin ist. Nee, gar nicht weggehen kann. Dass er einfach eine Ja. Stunde hält und fertig. Ja, und dass halt während dem Event einfach drauf ist. Das Das wäre wäre dann wieder zu natürlich auch noch einfach. eine andere Sache, ja. Dann müsste man ja automatisch jedem den geben, auch wenn man ihn nicht benutzen will. Das wäre dann wieder nicht. Was, da hast du ja keinen Nachteil davon. Ja, aber wenn du Doch, man langsamer levelt leveln vielleicht zu willst. schnell. Ja, wenn du es Oh. genießen willst. Auch Ein wenn ich es nicht Kollege verstehe, wie von das mir, geht, ne, der aber. hat sich auf jedem Level, ne, also auf jeden Level, alle 10 Level hat er sich einen Char mit Levelstopp gemacht, dass er hier immer jede Instanz mal übers Tool anmelden kann. Gut, jetzt ist das irrelevant, aber es war halt damals, wo du quasi so Level Brackets hattest noch, ne? Ich habe das nie verstanden, warum er sich das gemacht hat, aber das hat er sich eingebildet zu machen. Also gibt halt Leute, die haben gehen halt anders an das Spiel ran. Die wollen dann halt, ja. Ah, super, ich bin schon wieder gesilenced. Die wollen jetzt volles Spielerlebnis. Ja. Das Schlechte von dem ganz viel. Ach komm, das ist ein Caster, der gar nicht rankommt. Weißt du, jetzt dachte ich mir, ich zieh den da in die Mobs rein. Pustekuchen, jetzt mal da ge. Ah ja. Und es war ja dann, dass sich so wiederbelebt. Bitte nicht töten, Oder? ja? Oder? Ich weiß nicht, was der vorhin gemacht hat. Nee, hau den mal nicht um. Wir brauchen bloß ewig viel länger, wenn wir ihn umbrezeln. Wenn sie müssen, dort raussetzen. Ach komm, dieses blöde Gesilenz, dann kann ich mich selber nicht heilen. Und ich kann dich nicht dis. Mal gucken, ob wir rauskriegen, warum er sich vorher geheilt hat, weil das ist mir ehrlich gesagt nämlich auch neu. Wahrscheinlich, wenn einer stirbt, das ist dann. Ah, das. Achtung, nicht Ich töten. zieh dich hoch. Jetzt geht's. Ah. Ah, der Ge Magier war auf dir drin. Ich hab bloß einen Dot gehabt und dachte mir so, wieso droppt das? Weiß nicht, aber du hast hier mittlerweile. Hast du mittlerweile Boss-Dinger? Ach doch, schau mal, du kannst sogar. What the fuck sind das viele? Achso, schau mal, da sind sogar die ganzen Bosse drin, weil es ja damals eine Indie war. Düsterbruch hast du sogar tatsächlich alle Bosse von ganz Düsterbruch drin hier. Welcher Boss ist denn das hier? Er heilt sich. Da dürfen da keine anderen Mobs bei ihm sein. Das ist der Magister, der hier ist es. Was hat denn der alles? Schattengestalt. Eine Schattengestalt an, wenn ihr noch 50% verbleibende Schatten verringert sich 4 Minuten lang sämtlicher erlittener Nahkampfschaden um 40% erhöht. Okay, also, aber wenn er low gehittet wird, kriegt er weniger. Okay, die Dings hat er drauf, ne? Er kriegt quasi weniger Damage. Und sein Damage wird halt höher. Gut, okay. Dann haben wir hier den Dot. Okay, der interessiert ja nicht. Schinden interessiert ihr auch nicht, oder? Halt es ihn. Bewegungsgeschwindigkeit, Gedankenschlag, Gedanken beherrschen. Aber hier steht nichts davon drin, dass er sich heilt, ne? Sehe ich jetzt hier ehrlich gesagt nicht. Das ist die Normal-Version. Ja gut, es gibt eine. Aber du hast ja mittlerweile hast du echt sogar für die Ah, es Normal-Innies kommt hier so ein. outrangen, oder? Mittlerweile Na echt so gut. ein Text. Was? Du hast das Übernehmen outgerangt oder was? Glaube, oder hat er den Heiler von Anfang an? Nee, ich Meine. hatte es. Er Und nimmt dann ja habe ich immer ein direkt irgendwie Business zu Target. Frosch gemacht. Böser du. Einfach reingefrockt. Sagte ich eigentlich, wir kriegen eine kurze Inni, ne? Und jetzt müssen wir doch hier den ganzen Käse machen. Muss kurz mal nachdenken. Jo. Naja, komme ich zumindest dann noch auf 49. Geister skippen? Ja, den Ich können habe wir sogar skippen. 50 mit dem Abschluss. Ah, das werde ich nicht mehr ganz schaffen. Ich hoffe jetzt durch die Mobs komme ich noch auf 50, auf 49, ne? Und dann wahrscheinlich auf die Hälfte oder so. Wahrscheinlich sowas um den Dreh rum. Mir finde es 66% ist doch ein bisschen viel.
Gleich da. Ach, nice, boah, Level ich up. Hab den... Gepult. Oh, du hast beide, hast alles gepult. Nee, eigentlich nur eine Gruppe. Nee, den, okay, den Geist hast du stehen lassen. Wir sind extra außen rum gelaufen. Das ist immer der Vorführeffekt. Ich habe den Leuten gezeigt, wie sie rumlaufen müssen. Alle wie schön wie die Lemminge nachgelaufen. Der Nachzügler läuft rein. Ja, ja. Er wollte nur extra EP, dass nur 50 kommt. Ja, stimmt, dass ich noch 50. Das ist die Quest, die ich vorhin abgebrochen habe. Na, die nehme ich ganz sicher nicht an. Du bringst du eh nie dahin. Ja, du, vor allem, du musst ja dann nochmal hier zurück und... Bis hierher. Ja, und dann musst du nochmal zurück, um die Truhe zu looten, weil du dann eine Folgequest kriegst, wo du nochmal zurück musst. Das ist total die Zeitverschwendung. Wow. Ja, das kannst du voll vergessen. Das, die mache ich gar nicht. Und vor allem, die bringt richtig wenig EP nur. Du hast Spaß mit den, Mobs, ja. Das dann war, denke ich mal, ganz gut. Und noch was Schönes. Schon wieder denkt, der muss nicht mehr angreifen. Scheiße. Ja, doch, jetzt hittet er zumindest jetzt. Ich musste dafür wieder angreifen. Naja, aber gut, es ist ja kein Stress, einmal einen Tag zu drücken, oder? Es ist, glaube ich, eh so. Ich weiß zwar nicht, was es genau ist, aber der Monk hat irgendein. Nicht der. Ach nee, du bist ja ein Shami, bist kein Monk. Na, nevermind, egal. Irgendeinen Heil, ich glaube, der Monk hatte das. Der musste irgendeinen Effekt drauf machen, dass Midis mehr Damage machen. Hier ich weiß nicht, ob der Shami auch sowas hat. Nee, keine Kristalle mehr. Ich denke, da runter. Ja, also oben haben wir alles. Jetzt kommen dann gleich. Wir haben, glaube ich, nur zwei Bäume gemacht, also da müsste gleich einiges kommen. Haltet euch bereit. Pet ist ja noch da. 14 Sekunden. Ja, das könnte aber jetzt blöd sein. Auch gleich da. Weil, wenn das runterläuft, nicht, dass das edit, ne? Jetzt ist weg. Okay, ja, dann hoffen wir mal, dass es nichts geedit hat. What the fuck, schleudert er mich da hin? Na, ah, schau, da kommt der zweite. Ich dachte mir doch, wir haben da noch einen offen. Können wir die Ads fokussen? Ja, du musst herkommen. Ich bin geroutet. Du musst herkommen. Du musst herkommen. Oh, du bist auch geroutet. Ja, jetzt bin ich tot. Ja, das war nix. Da nie da oben in der Treppe stehen bleiben, weil da kommen immer die Bäume. Ich komm gar nicht runter, da hat mich direkt oben geroutet. Das müssen wir nochmal machen. Ja, einen Mob habe ich noch mitgenommen, mein Tod. Der entrinnt noch. Ah, doch nicht. XP-Pack an. Naja, das immer. Immer schön anklicken. Mario ist sehr grüßig. Und ja, morgen ist Mitrax Progress. Mal gucken, ob wir ihn jetzt mal umboxen. Okay, er schleudert mich in die Luft, routet mich in der Luft hier. Ja, zumindest, dass die Melees den Shit nicht mehr kriegen können. Für die Caster ist das natürlich jetzt suboptimale, ne? Weil die ja jetzt, weil es halt wesentlich weniger Ziele sind zur Auswahl, proportional mehr im CC landen, ne? Also die sind ja ständig dann in dem CC drin. Den einen Caster-Mob unten hätten wir doch auch gar nicht gebraucht, oder? Fällt mir jetzt gerade so auf, den wir gemacht haben, der übernimmt. Der ist auch nicht für die Pylonen gut, also eigentlich war der total sinnlos zu machen. Ich dachte mir davor auch, ob ich was sagen soll, aber irgendwie dachte ich schon, ja, der steht zumindest im Questlog dabei. Für die Quest haben wir ihn gebraucht, aber so. Ja, meine ich ja. Ja, nee, sonst, ja klar. Quest brauchen wir, den hätten wir auslassen können, stimmt, das war jetzt eigentlich gar nicht so gut. Eigentlich brauchst du bloß die drei Pylonen, ne? Hier und dann den Baum, dass die Tür aufgeht. Mehr brauchst du eigentlich gar nicht. Welchen von den 80 Bäumen hier? Ne, den großen hier, den Bossbaum brauchst du und dann. Boss. Ja, ja, die kleinen Bäume, die kommen, also. Oder die mittelgroßen Bäume sozusagen, die kommen ja sowieso, wenn du den Boss angreifst, da kommst du ja gar nicht drum rum. Da kommst du gar nicht drum rum. Dann geh ich nochmal kurz Energie drücken, also Mana.
Schauen wir mal. Kommen die Dings, lass mal hier. Nehmen und dann am Rand laufen. Wir schauen, die Wirbel sind extrem fix unterwegs. Eigentlich dauert die Ini auch gar nicht so lang, wenn du alles auslässt, dann geht's echt. Versucht mal ein bisschen mit zu interrupten. Bin gleich da. Ich muss bubbeln. Passt auf, ihr kriegt jetzt wahrscheinlich gleich ein bisschen Spaß. Ich tu die Bubble wegdrücken, jetzt müssten die wieder auf mich gehen. Muss mein Maß-CC doch ein bisschen umbinden. Ich glaube, ich mach's. Ich bin es so gewöhnt, dass es auf einer anderen Taste ist. Das war jetzt irgendwie ein bisschen so optimal. Moment. Auf C. Warte mal, lass mal den einen skippen. Wir können eigentlich auch hier am Rand lang laufen. Wenn wir ganz am Rand sind, dann dürften wir die Wirbel auch nicht adden. Ja, wenn sie jetzt vorbeilaufen. Die laufen perfekt weg. Ja, passt. Mal schauen, was. Ja, gut, für den Abschluss kriege ich so 70.000, 80.000 rum insgesamt mit allen Buffs. Ja, gut. Dann habe ich etwa eine, die Hälfte vom Level. Dann habe ich fast mein Ziel geschafft. Ich wollte ja etwa auf Stufe 50 kommen. Kannst du das Ele vom Rand da weg. Na gut, du wirst wahrscheinlich nicht funktionieren, weil da kommen halt immer diese. Immer mehr Eles, lässt ne? Lässt sich nicht viel steuern. Weil hier fliegen ja diese ganzen Mana-Dinger einmal außen rum. Und wenn du da stehen bleibst, dann triggerst du halt immer weiter quasi. Da hinten kommt schon. Ja, da hinten kommt schon der nächste. What the fuck? Was hat das gehört? Ja, das war der Knockback. Lauft weg da nicht, dass wir die Wirbel auch noch mitkriegen. Ich hab auch eh Stun gemacht. Dann wird's nämlich übel. Ja, schau, da kommt schon wieder der nächste hier. Das sind endlich ein. Schon mal die drei sind schon mal drei, die wir gar nicht brauchen. Dann zieh die einfach in die Mitte rein, lass den Boss killen. Stimmt, hier kommen wir Okay, ich muss mich schon mal letzter, oder? Ja, ich muss mich mal mitteilen. Macht mal ein bisschen Damage, tötet mal was. Sehr gar nicht. Ja, ich kann nicht mehr heilen, weil ich immer genockbackt werde. Dann mal einfach mal das Ad. Oh, ist dann bei dir. Kann der Hunter noch die Raserei runternehmen? Von dem Boss? Das ist kein Mana mehr. Ja, das wird jetzt lustig. 40 habe ich gerade gehalten. Ja, mein Damage Reduction kann ich jetzt noch ziehen. Eigenheilung. Boah, das hat mich jetzt instant vollgezogen, hast du das gesehen? Das ist voll heftig. Ja, das ist halt richtig gut, aber es hat halt ein bisschen Abklingzeit, ne? 15 Sekunden. Deswegen konnten wir halt auch vorher relativ viel. Das Viech hat mich gerade geportet. Deswegen konnten wir vorher relativ viel ohne dich machen als Heal. Pala ganz gut eigentlich. Puh! Eine knappe Geschichte, was haben wir jetzt geheilt? Oh, scheiße. 20.000 noch. Ja, ich dachte mir schon so etwa die Hälfte vom Level. Ja, jetzt sind wir eine Ticken über die Stunde drüber. So, sind wir wieder mit einem Teil fertig. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Euer Tiller. Ciao.